Gaming-Laptops sind teuer. Manche Modelle liefern allerdings gute Gründe für einen Kauf. Welche das beim Legion Slim 5 von Lenovo sind, verrät der Test von Computerbild. Das graue Gehäuse lässt sich angenehm aufklappen, ohne die Bodengruppe mit anzuheben. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt, dadurch wirkt das Laptop stabil und wertig. Oh, das reimt sich. Trotz seiner robusten Bauweise ist das Legion schön leicht und das Netzteil ein echtes Fliegengewicht. An der dicksten Stelle misst das Notebook 2,6 cm. Das ist ja gar nicht so slim, wird da der eine oder andere anmerken. Der Grund dafür sind die Lüftungsschlitze für die Kühlung. Die Lüfter hört man vor allem im sogenannten Performance-Mode, der sowohl Grafikkarte als auch Prozessor maximal auslastet. Im Legion Slim 5 ist ein Ryzen 7 verbaut. Mit bis zu 5,2 GHz kann man mit ihm nicht nur gut zocken, sondern auch flott arbeiten. Für speicherintensive Anwendungen stehen 16 GB RAM bereit. Der ist allerdings fest verlötet und deshalb nicht aufrüstbar. Zum Zocken kommt die aktuelle RTX 4060 mit 8 GB Speicher oder wahlweise auch eine RTX 4050 mit 6 GB zum Einsatz. Für moderne Spiele in hoher Bildschirmauflösung reicht der Grafikchip nicht mehr ganz aus. Mit 120 Hertz kann man nur bei herabgesetzten Details spielen oder wenn man die Auflösung verringert. Das ist schade, denn das große Display liefert einen gestochen scharfen Bildeindruck. Das Legion Slim 5 überzeugte vor allem mit seinem OLED-Panel. Hier sieht man fantastische Farben, bekommt perfekten Kontrast und extrem kurze Schaltzeiten. Das Einbrennen von Inhalten ist heutzutage kaum ein Problem mehr bei OLED-Bildschirmen. Auch beim Lenovo gab es keine sichtbaren Rückstände von Standbildern. Doch häufig haben OLEDs auch nur eine vergleichsweise geringe Helligkeit. Das Legion schaffte aber gleißend helle 612 Candela pro Quadratmeter. Damit können die Dynamikumfänge von HDR-Inhalten zumindest zum Teil dargestellt werden. In die pralle Sonne sollte man sich mit dem Gerät aber nicht unbedingt setzen. Das glänzende Display sorgt zwar für schickere Farben und bessere Schwarztöne, gleichzeitig hat man aber auch mit relativ starken Reflexionen zu kämpfen. Monitore schließt man über einen der zwei USB-C-Anschlüsse oder den HDMI-Ausgang an das Slim 5. Über HDMI 2.1 können UHD-Signale bis 120 Hz wiedergegeben werden. In 4K wird man diese Framerate allerdings nicht erreichen. Mit reduzierten Details ließ sich das Rennspiel Need for Speed Heat immerhin mit flüssigen 73 Bildern pro Sekunde zocken. Wer eine externe Maus und Tastatur hat, kann sie an einem der beiden rückseitigen USB-A-Anschlüsse unterbringen. Alternativ klappt auch das Koppeln via Bluetooth. Das Keyboard ist zwar keine mechanische Gaming-Tastatur, die Tasten bieten aber einen präzisen und knackigen Druckpunkt, der Eingaben durch einen leichten Widerstand kenntlich macht. Wer gerne im Dunkeln zockt, freut sich über eine zweistufig einstellbare Tastaturbeleuchtung. Das Touchpad klickt angenehm und kommt mit einer zügigen Gestensteuerung. Gut sind auch die integrierten Lautsprecher. Die interne M2-SSD ist mit 474 GB etwas klein. Immerhin kann eine zweite nachgerüstet werden. Das Lenovo Legion Slim 5 ist schnell, gut verarbeitet und hat ein fantastisches OLED-Display. Nur die Grafikkarte bietet nicht immer genug Power. Um die 120 Hz voll auszukosten, müssen Gamer in vielen Titeln die Details runterschrauben. Der Preis von 1460 Euro ist vergleichsweise fair. Razers Blade 14 kostet fast 1000 Euro mehr.